Ja, herzlichen Dank, meine Damen und Herren. Herzlichen Dank, dass Sie so zahlreich erschienen sind und Sie werden jetzt mit nicht-bayerischem Vorlieb nehmen müssen. Ich glaube, das ertragen Sie aber ganz gut. Ich bin froh, solche mitreißenden Vorredner gehabt zu haben und ich bin froh, dass Sie sich von den Gegendemonstranten nicht haben entmutigen lassen. Ich muss mal eben in meine Tasche greifen, weil ich ja weiß, dass nicht nur Gegendemonstrationen hier stattgefunden haben, sondern da gibt es auch einen kleinen Zettel, der hier offenbar verteilt wurde. Und den lese ich mal vor, einige von Ihnen kennen den vielleicht. Und vielleicht sind diejenigen, die ihn verteilt haben, mal so mutig, sich uns zu stellen. Ich zitiere. Sie sind der Meinung, Frauen gehören wieder zurück an den Herd. Sie sind gegen den Schutz der Umwelt. Sie weisen homophobe, ausländerfeindliche und rechtsextreme Züge auf. Dann sind Sie bei uns genau richtig. Danke für Ihre Stimme. Also das müssen ja ganz mutige und vor allen Dingen richtig gut informierte Bürger gewesen sein, die sowas geschrieben haben. Und vielleicht sollten diejenigen einfach mal nach vorn kommen und erzählen, wie sie auf diese Idee kommen. Und dann können wir darüber gerne diskutieren. Das wäre gut. Naja, wenn der Mut fehlt, können Sie ruhig sitzen bleiben. Bleiben Sie ganz ruhig und setzen sich alle wieder hin. Es ist ja schön, wenn wir wissen, wo diejenigen sitzen. Die können ja auch gern bleiben. Vielleicht lernen Sie ja was heute Abend. Das ist total nett von Ihnen. Dann können Sie mir vielleicht mal sagen, wie Sie auf die Idee kommen, dass die AfD Frauen zurück an den Herd schicken will. Nee, ich finde es mutig. Danke, dass Sie da sind. Ich meine, die meisten würden sich nicht trauen. Ich gebe Ihnen mal kurz das Mikrofon und dann sagen Sie mir in wenigen Sätzen, warum Sie der Meinung sind, dass die Frauen zurück an den Herd sollen. Ich bin der Meinung, dass Frauen an den Herd... Das scheint ja die Meinung zu drehen. Sich rum, damit sie gesehen werden. Okay. Nein. Ich bin natürlich nicht der Meinung, dass Frauen an den Herd gehören, aber anscheinend sind hier schon ein paar Leute da dabei. Warum? Naja. Nein, lassen Sie ihn ausreden. Ja, danke für die Beleidigung. Das ist echt nett von Ihnen. Lassen Sie den Jungen mal bitte ausreden und jetzt nicht lange Vorrede, sondern sagen Sie, warum Sie der Meinung sind, dass die AfD das möchte. Danke sehr. Na, bitte. Naja, ich bin jetzt ein bisschen nervös, aber anscheinend haben Sie ja schon... Diese Aussage getätigt mit Frauen gehören an den Herd. Natürlich nicht so hart, aber in gewisser Weise ja schon. Also wo ist denn jetzt die Begründung? Sie wiederholen die Hypothese, das ist gut, aber jetzt sagen Sie mal, wo Sie das begründet sehen. Kennen Sie das Familienprogramm der AfD an dem Punkt? Ja, Sie haben ja vorhin schon ein bisschen was genannt und ich fand schon irgendwie, das hat leichte Ähnlichkeiten damit, dass Frauen zurück an den Herd gehören. Okay, gut. Das ist jetzt meine Meinung. Ich habe das so interpretiert. Bleiben Sie ganz ruhig. Also, erstens, ich zolle Ihnen Respekt dafür, dass Sie so mutig sind, das hier vor uns zu wiederholen. Ja, vielleicht, ich muss auch noch mal dazu sagen, ich habe diese Zettel nicht ausgeteilt. Also offensichtlich haben Sie ihn verteilt und wenn Sie ihn verteilen, dann stehen Sie dahinter. Sonst natürlich stehe ich dahinter. Okay. Zwar nicht also dann empfehle ich Ihnen, das Familienprogramm zu lesen. Da steht drin, dass wir für die Wahlfreiheit eintreten, dass Frauen und Familien entscheiden dürfen, ob sie die ersten 3 Jahre zu Hause bleiben wollen oder ob sie die Kinder in die Kita stecken wollen. Ja. Was ist daran rückschrittlich? Ja, das ist natürlich ganz okay, legitim. Gut. Also scheint dann mit dem Argument nicht weit her gewesen zu sein. Machen Sie sich nichts raus. Machen Sie sich raus. Aber vielleicht traut sich ja einer Ihrer Kollegen, dann die nächste These zu verteidigen, ja, warum wir gegen den Schutz der Umwelt sind. Das wäre ja mal ganz spannend. Nein, bleiben Sie bitte ruhig. Nein, bitte. Bleiben Sie sitzen. Wir begeben uns nicht auf das gleiche Niveau wie die da draußen. Bitte nicht. Wenigstens noch ein paar normale Leute hier drin. Also grüß Gott, Sie meinen ja, dass die Frauen in den ersten 3 Jahren... Nein, also Entschuldigung. Ich bitte Sie jetzt zum zweiten Thema Stellung zu nehmen. Moment, passen Sie mal auf. Es gibt Regeln bei einer Veranstaltung, so wie es Regeln in der Schule gibt. Und ich habe jetzt Ihren ersten Kollegen gebeten, zum Thema Einstellung zu nehmen, weil wir jetzt Ihnen nicht den ganzen Abend schenken wollen. Also sind Sie jetzt oder eine andere Dame, die hier steht, in der Lage dazu, was zu sagen, warum Sie glauben, wir seien gegen den Schutz der Umwelt?
In Ihrem Parteiprogramm steht... Nehmen Sie es ganz, ganz nah ran, bitte. In Ihrem Parteiprogramm steht, Zitat, CO2 ist nicht schädlich für die Umwelt und für den Menschen. Mhm. Wie erklären Sie sich dann die vielen Toten an den Folgen von hoher Luftverschmutzung in China durch das viele CO2? Wenn Sie in Ihrem Grundsatzprogramm... Nein, nein, lassen Sie die Junge da mal ausreden. Bitte, bitte, Entschuldigung, können wir uns bitte auf... Können wir uns darauf einigen, dass wir... Ich finde es mutig. Die Jungen... Hey. Bitte, bitte. Entschuldigung. Alle mal tief durchatmen und wie wir in Sachsen sagen, Wusa. Ja? Bleiben Sie mal ganz ruhig und entspannt. Ich finde das nämlich insofern total spannend, weil das, was die jungen Leute hier machen, das trauen sich die meisten nicht. Die stehen da draußen und brüllen. So. Das hat in der Tat einen Applaus verdient. Und noch eins, bevor Sie gleich nochmal zu Wort kommen. Also, wenn ich sehe, was in unseren Schulbüchern steht, was die jungen Leute in der Schule gelehrt bekommen, dann ist es kein Wunder, dass das geglaubt wird. Wir haben da auch eine gigantische Art von Fehlinformationen. Woher sonst die jungen Leute denn wissen, wenn es die großen Zeitungen auch nicht anders schreiben? Das heißt, wir müssen ihnen auch ein bisschen Zeit geben. Und ich würde jetzt gern auf die Frage antworten, es sei denn, Sie wollen noch was ausführen. Also CO2 ist das eine Thema? Ja, okay. Sie dürfen gerne da antworten. Gut, also... Ich würde Ihnen als erstes ganz gerne eine Rückfrage stellen. Abgesehen davon, dass Smog nicht im Wesentlichen durch CO2 ausgemacht wird, sondern vor allen Dingen durch Schwefeloxide und durch Stickoxide. Ich bin hier, Entschuldigung, das, was den Smog macht, was die undurchdringliche Luft macht, was den Gestank macht, sind Stickoxide und sind Schwefeloxide. Ich bin Chemikerin, glauben Sie mir, ich weiß das. CO2 ist es nicht. So, jetzt gern zum CO2. Darf ich Ihnen eine Rückfrage stellen? Sie sind in welcher Klasse, wenn ich fragen darf? In der 12. In der 12. Wunderbar. Dann haben Sie ein paar Jahre Chemie und Physik gehabt. Hoffentlich. Ja, ich habe ein Chemieabitur geschrieben. Perfekt. Gut. Dann können Sie mir bestimmt die Frage beantworten, was passiert, wenn man CO2 in Wasser löst und die Temperatur steigt? Psst. Nee, bitte mal nicht Vorsagen aus dem Publikum. Konkrete Frage. Wenn die Temperatur steigt, löst sich mehr CO2 oder löst sich weniger CO2? Es löst sich mehr CO2. Ja, genau, falsch. Entschuldigung, das ist, ich will Sie nicht bloßstellen, aber ich habe eine Frage Ihrem Kollegen neulich in Neuburg gestellt. Der hat genau die gleiche falsche Antwort gegeben. Wenn man Gase in Wasser löst und die Temperatur steigt, dann löst sich weniger. Bestes Beispiel dafür, wärmen Sie mal eine Mineralwasserflasche mit CO2 auf und überlegen, wie viel Sprudel da noch drin ist. Wird weniger, ne? Na, wenn man wenn man einen Sprudel stehen lässt, offen stehen lässt, am besten noch in einer warmen Küche, dann ist nach einem Tag weniger Sprudel drin als vorher, stimmt's? Ja? Oder nein? Aber beantworten Sie jetzt gerade meine Frage? Nee, ich versuche Ihnen gerade klar zu machen, was es mit dem CO2 auf sich hat. Und da wir normalerweise auf Basis von naturwissenschaftlichen Fakten argumentieren, schlage ich vor, dass wir dabei bleiben. Und dazu diente gerade die Frage. Also, wenn wir uns einig sind, dass sich bei der Temperaturerwärmung weniger CO2 löst, dann überlegen Sie jetzt mal, wie viel Prozent der Erde von Wasser belegt sind und wie viel CO2, auch das, da gibt es Schätzungen drüber, wie viel CO2 in unseren Ozeanen gelöst ist. Eine ganze Menge. Ein Teil wird in Bäumen gespeichert, über Photosynthese, Pflanzenwachstum und dergleichen. Jetzt haben wir zwei Phänomene in der Erdgeschichte. Das eine Phänomen ist die Erwärmung und es gibt Warmperioden, da sind wir uns einig. Die einzige Frage besteht darin, ist die aktuelle Warmperiode menschengemacht oder ist sie nicht menschengemacht? Das ist die einzige Frage, um die es geht. Und es gibt zwei Hypothesen. Es gibt die Hypothese, dass zuerst der CO2-Anstieg da war und dann die Erwärmung kam. Und dann gibt es die andere Hypothese, die sagt, es war erst die Erwärmung da und dann kam der CO2-Anstieg. Was logisch wäre, letzteres, wenn man weiß, dass wenn es warm wird, das CO2 nicht mehr gelöst bleibt, wie in der Sprudelflasche, sondern aufsteigt, weil es nicht mehr gelöst bleiben kann. Das sagen nun mal die physikalischen Gesetze. Und das ist die Grundfrage bei der Diskussion des Klimawandels. Und es gibt darüber, selbst wenn Sie Bücher von Klimaforschern lesen, die glauben, dass wir Menschen dafür verantwortlich sind, die können die Frage nach der Henne und dem Ei nicht beantworten. Wir wissen nicht, was zuerst da war. Und das ist das ganze Problem bei der Diskussion. Und deswegen rate ich Ihnen, darüber mal kritisch nachzudenken, ob tatsächlich der Mensch dafür verantwortlich ist, dass es warm wird. Ich glaube, dass es nicht so ist. Ich glaube, ich habe mich damit schon genug befasst. Danke. Okay, wenn Sie das mit dem Abitur sagen können, dann ist das in Ordnung. So, jetzt würde ich ganz gerne aber, zum dritten Punkt kommen. Achso, Sie haben noch was zum CO2 oder zur Umwelt? Drehen Sie sich rum, damit Sie gesehen werden. Und nehmen Sie das Mikro rein. Ich bin Physiker und was Sie da sagen, stimmt
Ich glaube, es gibt wenig Studien, die das belegen, was Sie sagen. Ich habe nur gesagt, dass es eine Hypothese ist. Mehr habe ich nicht gesagt. Es ist noch nicht bewiesen. Es ist gängige wissenschaftliche Meinung oder akzeptierte Meinung, dass CO2 durchaus einen Effekt hat auf die Umwelt und zwar einen sehr negativen, dass die Erwärmung... Nämlich? Bitte? Nämlich? Welcher ist der negative Effekt auf die Umwelt? Es ist richtig, dass es gibt Zyklen von... Nee, was ist der negative Effekt auf die Umwelt? Das wollten Sie gerade sagen. Moment, das muss jetzt aushören. Es gibt Zyklen, es ist richtig, von Wärmeperioden und Kälteperioden. Und man kann jetzt nicht sagen, wir haben gerade einen aufsteigenden Ast, ob es wirklich menschengemacht ist oder nicht. Danke, man weiß es sehr nicht. Gut, man weiß es nicht, das ist der Punkt. Genau. Mehr wollte ich gar nicht sagen. Ja, genau. Aber Sie als Chemikerin müssen das zugestehen und das auch betonen, dass von der wissenschaftlichen Seite her wird gesagt, dass es hauptsächlich wahrscheinlich vom CO2 gemacht ist. Was, dass was vom CO2 gemacht ist? Dass der Anstieg, der Temperaturanstieg vom CO2 verursacht ist. Na, jetzt haben Sie sich gerade mit zwei Sätzen widersprochen. Sie haben erst gesagt, das ist nicht bewiesen und dann haben Sie gesagt, es ist bewiesen. Nee, es ist nicht bewiesen, nein, das ist es der ist Punkt. Nicht bewiesen. Genau. Ist bewiesen. Aber die Annahmen sagen alle, dass es wahrscheinlich. Die Hypothesen, vom CO2 ist. Die nicht bewiesenen, genau. Nicht bewiesen. Genau. Und solange eine Hypothese nicht bewiesen ist, bleibt sie eine Hypothese und mehr nicht. Sind wir uns da wenigstens einig? Ja, aber man kann gut. Ja. Das akzeptieren und dann sagen, man verringert den CO2-Ausstoß. Aber wissen, okay, wir müssen ein bisschen auf die Zeit, wir müssen ein bisschen auf die Zeit achten. Aber eigentlich wollten Sie was zur Schädlichkeit für die Umwelt sagen. So, und jetzt können wir eins konstatieren. Energie zu sparen ist immer ein guter Ansatz. Umweltverschmutzung zu vermeiden ist immer ein guter Ansatz. Aber eine komplett neue Energiepolitik auf Basis einer Hypothese zu machen, die nicht bewiesen ist, das ist schlichtweg unwissenschaftlich und mehr nicht. So, ich würde jetzt trotzdem ganz gerne, wenn wir möchten, ja ganz gerne was anderes hören. Warum sind wir homophob? Warum sind wir ausländerfeindlich? Warum sind wir angeblich rechtsextrem? Vielleicht traut sich ja jemand. Homophob, genau. Also, Sie sagen ja, dass die Islamisten nicht zu Deutschland kehren. Das haben Sie. Nee, wir reden von homophob. Wissen Sie, was homophob heißt? Ja, aber Sie haben gesagt, Sie sind ausländerfeindlich. Nee, ich habe gefragt zu homophob. Können wir mal in der Reihenfolge bleiben? Ja gut, dann fangen Sie ausländerfeindlich an, wenn Ihnen das besser liegt. Wenn Sie jetzt sagen... die Islamisten kehren nicht zu Deutschland. Was ist daran ausländerfeindlich, wenn Extremisten nicht zu Deutschland gehören? Warum sagen Sie, dass die Islamisten nicht in Deutschland wohnen dürfen? Ich meine, es wohnen genauso Christen in andere Länder. Mhm. Da könnten die anderen Länder einfach sagen, dass die Christen auswandern müssen. Und sie kehren nicht zum Beispiel, wenn jetzt ein Dunkelhäutiger ein Mädchen auf der Straße was tut. Das ist natürlich... grausam, also das soll nicht passieren. Okay. Aber wenn sowas passiert, können Sie nicht sagen, dass automatisch alle Islamisten sowas machen. Ich meine, gibt es Christen, die wo nicht sowas machen? Schauen Sie mal in die Kirche an, ja? Wie viele Pfarrer sind pädophil und vergewaltigen kleine Kinder und dann sagen Sie, dass die Islamisten miteinander laufen und können Mädchen vergewaltigen. So, können wir mal das Thema Islam und Ausländerfeindlichkeit mal trennen. Also die AfD hat überhaupt kein Problem mit integrierten Ausländern. Aber wir haben ein Problem damit, dass wir in Deutschland illegale Einwanderung erleben von Bürgern, die aus Ländern kommen, die von Demokratie noch nie was gehört haben. Was nicht deren Schuld ist. Nein. Also warten Sie ganz kurz. Sie dürfen gleich. Ich lasse Sie gleich nochmal ausführen. Ich wollte nur vielleicht unsere Position erklären, weil ich glaube, dass Sie die vielleicht nicht wirklich kennen. Also, die AfD hat Unterstützung, gerade bei integrierten Ausländern in Deutschland. Die Wahlergebnisse in Freiburg bei der Landtagswahl waren unter der Gruppe der Integrierten oder der Migranten insgesamt, also denjenigen, die den deutschen Pass hatten, deutlich höher mit, ich glaube, über 36%, als bei allen anderen Parteien. Die haben also AfD gewählt und nicht CDU oder SPD oder Grüne. Also wenn die ein Problem mit der AfD hätten, dann würden die uns ja, glaube ich, nicht wählen, oder? Und jetzt sage ich Ihnen auch, warum das so ist. Weil diejenigen Ausländer, die nach Deutschland gekommen sind, weil sie vor Diktatur und Verfolgung geflohen sind, wissen, was sie an der europäischen und deutschen Gesetzgebung haben. Die wollen nämlich nicht zurück ins Mittelalter. Die wollen in einem Land leben, in dem demokratische Regeln herrschen. Und das sind in der Regel auch diejenigen, die gerade mit den Regeln des Islam, zum Beispiel der Scharia, ein großes Problem haben. Und da sind auch viele geflohene Christen darunter. Diese geflohenen Christen haben in aktuellen deutschen Asylbewerberheimen das Problem, dass sie von ihren Landsgenossen, vor denen sie zum Teil geflohen sind, wegen ihrer Religion verfolgt werden. Die können wir am besten schützen, wenn wir dafür sorgen, dass die, die keine Berechtigung haben, in Deutschland zu sein, nicht hier bleiben. Das ist ein richtiges Asylrecht. So,
Warten Sie ganz kurz. Also Sie sind jetzt fertig. Wozu reden Sie? Also wir hätten noch das Thema Homophob und Rechtsextremismus. Stopp. Ja. Also wir sind der Veranstalter, ja? Also Frau Petri, Moment. Ja. Also ich möchte nur von Ihnen wissen, sprechen Sie jetzt zum Homophob-Vorwurf, zum Ausländerfeindlichen oder zum Rechtsextremen? Ich werde zum zweiten Stellung nehmen. Aber ich möchte kurz erstmal, ich habe den Flyer nicht verteilt, aber möchte hier mal Solidarität mit denen ergreifen. Also ich finde es irgendwie nicht toll, dass Sie hier einfach Jugendliche vorführen und die dann fertig machen als Profi. Also Moment, das nennt deswegen, sich... Und das ist das Problem. Das ist das Problem, dass die da oben das so gut beherrschen, die Leute hinters Licht zu führen. Lest doch die Zahlen mal, schaut mal Ding und lauft nicht einfach dem hinterher. Welche Zahlen meinen Sie, um mal konkret zu werden? Ich spreche von Fakten. Ja, welche Zahlen und welche Fakten? Werden Sie konkret? Nennen Sie wenigstens drei. Also Sie reden... Suchen Sie das Thema aus. Also passen Sie mal auf. Sie haben mir gerade gesagt, Sie wollen zum Thema ausländerfeindlich reden. Und da hätte ich jetzt gern zwei, drei Fakten und Zahlen. Ausländerfeindlichkeit. Wie erklären Sie sich denn, dass in Sachsen, in Ihrem Herkunftsland oder Sachsen-Anhalt Asylbewerberheime brennen ohne Ende, da Menschen daran beteiligt sind, bei Pegida ihren quasi Genossen, ist es so, Frau Petri, Sie können sich abstreiten, wie erklären Sie das? Meinen Sie, da kommt jemand und zündet einfach, weil es gerade kalt ist, ein Asylbewerberheim an oder sowas? Und auch zu Ihnen, auch immer, wo ist er? Er meinte, seit 71 Jahren ist der Krieg vorbei, aber Neonazis gibt es immer noch. Moment. Und ich sag, jetzt lasst es mich mal ausreden, genau. Was ist das hier? Ihr fordert hier Toleranz und seid intolerant. Naja, also das ist gerade ein Vortrag, warten Sie mal. Das ist gerade ein Vortragsabend mit Diskussion und wir haben Ihnen jetzt das Privileg eingeräumt, vor der eigentlichen Diskussion zu diesen ungeheuerlichen Diffamierungen Stellung zu nehmen. Ich gebe Ihnen ein Podium hier vorne und Sie beschweren sich darüber, dass wir Ihnen ein Podium geben. Das ist schon mal die erste Frechheit, die Sie gerade machen. So, aber ich will trotzdem gern... Sie bleiben mal schön sitzen dort und der junge Mann bleibt hier vorne. Sie können ja selbst reden, wenn Sie das machen wollen. So. Und ich sage Ihnen was sehr gut, aber ich finde, wenn Sie den Anspruch für sich erheben, Sie sind demokratisch, beziehungsweise Sie bewegen sich auf dem Boden des Grundgesetzes, müssen Sie mir auch oder müssen Sie jedem Bürger das Recht geben, dass Sie auch Fragen stellen und auch darauf eine Antwort bekommen. Das machen Sie doch gerade. Richtig. Deswegen ist es nicht von Gottes Gnaden, beziehungsweise von Frauke Petris Gnaden, dass Sie mir ein Rederecht geben. So, also ich glaube, Sie haben noch nichts vom Hausrecht gehört. Vielleicht informieren Sie sich mal ein bisschen. Das ist eine Veranstaltung der AfD und wir haben jetzt gerade Gelegenheit zu reden. Ich glaube, Sie täten gut daran, uns ein bisschen mehr Respekt zu zollen. Denn das, was Sie ja verbreiten, ohne es beweisen zu können, mir ist das egal, wer das geschrieben hat. Aber Sie stellen sich hier vorne hin, bekommen ein Podium, beschweren sich darüber. Denken Sie mal drüber nach. Okay, Sie wollten etwas wissen zu angebrannten Asylbewerberheimen. Also zum einen ist es richtig, die Zahl der Brandanschläge ist gestiegen, wobei ich mal davor warne, diese Statistiken... Exponentiell. Wollen wir uns gegenseitig ausreden lassen? Danke. Also, die Zahl ist gestiegen und bei jeder Gelegenheit, und wenn Sie das verfolgt hätten, hätten Sie das gehört, bin ich eine der Ersten gewesen, die jeden Anschlag schwer verurteilt hat, weil Gewalt, egal... Ja, das machen Sie alle. Also, nochmal, können wir uns darauf einigen, dass Sie mich ausreden lassen und mir nicht ins Wort fallen? Sie waren fertig. Okay, ich versuche es jetzt noch ein letztes Mal und entweder reden Sie mir wieder dazwischen, dann geben Sie das Mikro ab oder Sie hören bis zu Ende zu. So, also. Nein, ich glaube, das ist gut, denn wir haben nichts zu verbergen. Ja, bleiben Sie ganz ruhig, okay? So, also, noch einmal. Jeder Gewaltanschlag ist zu verurteilen, da sind wir uns ganz einig. Auf der anderen Seite haben wir eine Vorverurteilung von jedem Anschlag in der Presse, bevor überhaupt ermittelt ist. Nur ein Beispiel von vielen. Wir hatten im vergangenen Sommer einen ermordeten, ich glaube es war Nordafrikaner. Sofort war in Dresden die Vorverurteilung klar, es waren Deutsche. Hinterher kam raus, es waren Landsmann. Wir haben die Verurteilung von Brandanschlägen auf Asylbewerberheimen durch angeblich rechtsextreme Täter. Häufig kommt raus, es waren
eigene Leute von innen, die es angebrannt haben. Das rechtfertigt keine einzige Tat aus dem tatsächlich extremistischen Milieu, dass wir uns da ganz klar sind. Auf der anderen Seite haben wir, und das ist statistisch auch nachzuweisen, eine exponentielle Zunahme von linksextremer Gewalt. Und wenn Sie es ernst meinen mit der Verurteilung von Gewalt, warten Sie, wenn Sie es ernst meinen mit der Verurteilung von Gewalt, dann bitte verurteilen Sie beide Seiten des extremistischen Spektrums, links und rechts. Mehr erwarte ich gar nicht von Ihnen. Ich verurteile sicherlich jede Form von Gewalt, Hass, egal ob es von rechts oder von links oder von welchen anderen Radikalinskis kommt. Ja, natürlich, das habe ich ja gerade gesagt. Klar, natürlich tun wir das. Und das können Sie auch hören, wenn Sie sich vernünftig informieren. Ich habe mich vernünftig informiert. Naja, das bezweifle ich. Aber Entschuldigung, dass wir jetzt... Entschuldigung, Sie haben genug Wortmeldungen gehabt. Ich hätte jetzt noch gern einen von Ihnen, der sagt, warum noch, wir angeblich nein, Sie sind fertig. Ich möchte noch kurz einen Satz sagen. Und zwar, Ihre Stellvertreterin, die hat, sie zitiert gern Willy Brandt. Ich möchte ihn auch zitieren. Und zwar mit den Worten, Sie sind ein Hetzer, seit Goebbels der Schlimmste. Starkes Argument, oder? So. Okay. Jetzt noch jemand zu rechtsextrem von Ihnen? Ich glaube, wir hatten das Thema Homophob noch nicht. Stimmt, da haben Sie recht, ja. Genau. Das und dazu würde ich mich gerne äußern. Also, ich weiß sehr gut, was Homophob auch bedeutet. Und grundsätzlich finde ich, dass jeder Mensch so sein darf, wie er will. Und dazu gehört auch Transgender, Bisexuelle, Homosexuelle. Und die suchen sich das sicherlich nicht selber aus. Die haben eben diese... Das hat aber nichts mit Erbgut oder sonst was zu tun. Die sind einfach so, die leiden oftmals selbst darunter. Und das wird von der Gesellschaft noch verstärkt, dieses Leid. Und ich finde, dass die AfD oder auch dieses Publikum hier es nicht besser macht. Tut mir leid, aber in dem Punkt seid ihr einfach homophob. Aber können Sie es bitte begründen, wie Sie darauf kommen? Also ich gebe Ihnen recht, das sucht sich niemand aus. Zweitens, das ist sicherlich auch nicht einfach, damit zu leben. Aber jetzt möchte ich die Frage beantwortet haben, warum wir diese Menschen angeblich diskriminieren, warum wir homophob sind. Denn das haben Sie nicht erklärt. Psst, psst. Wie bitte? Zum einen, zum anderen gehört für mich auch... Können Sie die Frage beantworten einfach? Zum anderen gehört für mich auch dazu, dass Homosexuelle eine Ehe haben dürfen, die auch als Ehe anerkannt wird, dass Homosexuelle auch Kinder haben dürfen, weil das völlig normal ist. Können wir bitte ruhig bleiben? Also... Es sind Menschen, die Kinder erziehen und auch Vater und Mutter sind Menschen, die Kinder erziehen. Wo ist da der große Unterschied? Okay. Es ist nur das Geschlecht und das ist wirklich Diskriminierung dann des Geschlechts. Okay, gut. Okay, also Sie haben, gut, das kriegen wir ganz leicht geklärt. Also Sie erklären, dass die AfD homophob sei, weil wir die komplette Gleichstellung, also die Einsetzung einer Homo-Ehe ablehnen. Das ist Ihre Begründung, im Kurz. Stimmt's? Ich glaube, so habe ich Sie verstanden. Ja. Genau. Also die AfD steht zur bisherigen Lebenspartnerschaft. Wir sehen. Aber es ist nicht die Ehe. Machen Sie es genauso wie Ihr Kollege oder können Sie? Danke. Aber, danke. Ja, also ich habe Sie ausreden lassen. Sie lassen mich ausreden. Also Sie bleiben da ganz ruhig da hinten. Ja. Nein, Sie bleiben ganz ruhig da hinten. Der Herr im grünen T-Shirt setzt sich bitte wieder hin. Danke. So. Also, lassen Sie mich das auch eben klären, weil ich glaube, dass es relativ einfach zu erklären ist. Also, ich erkläre Ihnen unseren Standpunkt, Sie müssen den nicht teilen, aber vielleicht kommen wir trotzdem ein Stück näher. Also, die AfD steht zur derzeit erreichten Gleichberechtigung von anderen Lebenspartnerschaften, was das Steuerrecht angeht. Und wir haben auch kein Problem, jedenfalls in der Mehrheit der AfD nicht, mit der bereits möglichen Konsekutivadoption, wenn nämlich ein Elternteil schon ein Kind hat und in einer anderen Lebenspartnerschaft lebt. Aber wir sind der Meinung, dass der Staat am Ende entscheiden können soll, welches Modell des Zusammenlebens er zum Beispiel auch steuerlich oder auf andere Weise privilegiert. Und wir sind der Meinung, und Katrin Ebner-Steiner hat es ausführlich gesagt, dass es die traditionelle Familie aus Mutter, Vater, Kindern ist, die am Ende zu Kindern in der Gesellschaft im Normalfall führt. Und dass deswegen eine Bevorzugung richtig ist.
Das heißt nicht, dass wir nicht hervorragend damit leben können, dass es andere Lebenspartnerschaften gibt. Und es hat auch nichts mit Diskriminierung zu tun. Aber solange Demokratie am Ende der Mehrheitswillen ist, bei den Minderheiten aber akzeptiert und auch geschützt werden, müssen Minderheiten damit leben, dass die Politik am Ende durch die Mehrheit gemacht wird. Das heißt Demokratie. Und nur noch eins, weil ich verstehen kann, weil ich menschlich ganz bei Ihnen bin, das ist für die einzelne Person extrem schwer, mit einer anderen Orientierung zu leben, weil man sich nicht leicht outen kann in der Gesellschaft. Aber dann fragen Sie mal zum Beispiel die Berliner Schwulen-Community, wovor die aktuell seit 2-3 Jahren am meisten Angst haben. Die haben nicht Angst vor den Deutschen, die haben nicht Angst vor der generellen Atmosphäre in Berlin, die haben Angst davor, vor allen Dingen, so ist es leider, von Asylbewerbern und Migranten diskriminiert und auch verfolgt zu werden. Und wenn Sie da wirklich diesen Menschen helfen wollen, dann sollten Sie an der Stelle die Ohren und die Augen aufmachen und nicht versuchen, sich davor zu verstecken, dass das Problem nicht eine Mehrheit der Gesellschaft ist, die vielleicht sich gegen die komplette Freigabe der Adoption für homosexuelle Paare ausspricht, sondern das, was die Freiheit gerade von Homosexuellen, Transsexuellen und anderen Lebensformen bedroht, das ist die aktuelle Einwanderungspolitik der Regierung. So, und jetzt, lass mich noch einen Satz sagen und dann denke ich, haben wir diesen Teil auch beendet. Also ich will jetzt nicht über Ausländer reden, sondern warum die AfD meiner Ansicht nach homophob ist. Ich akzeptiere auch die Meinung der AfD, das ist völlig in Ordnung, auch so eine Meinung zu vertreten. Ich will hier nur sagen, dass ich nicht diese Meinung habe. Ich will auch sagen, dass unter anderem die Anerkennung durch die Gesellschaft für solche Menschen auch damit anfängt, dass der Staat sie gleichstellt. Das heißt, alle sind gleich. Und das tut er aber nicht, wenn er solche Gemeinschaften oder Lebensgemeinschaften nur als Partnerschaft und nicht als Ehe tituliert. Okay, das sehen wir anders. Aber trotzdem, herzlichen Dank für Ihren Beitrag und ich denke, jetzt machen wir weiter. Ich bitte ein bisschen um Gelassenheit. Wissen Sie, ich finde es richtig, dass die jungen Leute das vorbringen. Der Denkprozess muss aber angestoßen werden und das geht nur über Diskussion und das halten wir doch aus.